Hey meine Süßen, was geht? Natürlich wird heute Abend um 18 Uhr wieder gestreamt. Wir fangen erst mit ein paar Reacts an, meine Freunde. Und dann wird später noch ein bisschen Sky Factory gespielt mit Trimax und Romatra. Ihr wisst Bescheid, wir sehen uns dann. Bis dann, meine Süßen. Tschüss. Nee. Das tut mir leid. Das war eher gut. Du bist dran! Ich bau dich an den Kolben, mir reicht's jetzt, Alter. Das geht leider auf meine Kappe. Ich hab dich wohl oder übel geschubst. So. Bis die Pac-Man geklärt ist, bist du runter vom Server. Das hat ein bisschen was von König der Löwen mäßig, Alter. Du hängst da so am Abgrund und unten sind so ein Sauber. Ey Leute, unser Nether-Portal ist stuck wegen Max. Wir kommen nicht mehr in den Nether wegen dir, Max. Junge, das war dein geilster Minecraft-Tod in der Geschichte deiner Minecraft. Ey Digga, du bist so ein Bastard, Alter. Wir kommen nicht mehr in den Nether. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie heftig der Tod aussah. Oh, da hinten. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie geil das war. Geil. Wir kommen nicht mehr in den Nether wegen Max Romatra, ne? Wieso? Meine ganzen Sachen sind da getrappt und alles ist weg. Ja, ich hab nichts gemacht. Wenn du die Pigments nicht angreifst, dann haben sie keine Akku auf dich. Also doch, haben sie. Das ist gut heute, weil, das ist eine sehr gute Folge heute. Das ist eine sehr, sehr gute Folge. Weil ich find's sehr lustig, muss ich sagen, alles. Ich mag das auch, wie konzentriert Revi auf verschiedene Aufgaben ist. Und wenn man ja nur so ein ganz kurz den Boden abbaut oder so einen kleinen Schubser nach vorne gibt, 30 Zombies reinfällt, dann, dann gefällt's mir. Digga, ich entbann dich nicht, ich meine es ernst. Ich komme auch nicht mehr in meine Sachen, das war's. Game ist vorbei. Holy shit, Alter. Holy shit. Darf ich den Tod noch mal sehen? Romatra, du hast ihn nicht gesehen. Romatra, du musst dir die Onstream reinziehen. Und Long live the King. Warte, schau mir jetzt den Clip an, okay? Chill kurz. Ich möchte gucken, wie du ihn anschaust. Du möchtest mir zuschauen, wie ich deinen Clip anschaue. Ja, aber ich finde den Clip jetzt gerade nicht. Ja, Digga, ich bin so getriggert, Mann. Also du musst wissen, Revi ist richtig pisst auf mich. Weißt du, der ist auf 180, ne? Weil ich ihn die ganze Zeit so ein bisschen... Ich sag mal, ich fordere ihn. Ich fordere ihn, würde ich sagen, okay? Darfst nicht lachen, go. Ich bin so sauer. Hey, Digga. Oh, das tut mir leid. Das war eher gut, geh auf meine Kappe. Ja, Romatra, also so witzig. Junge, wie du in den allen drin. Junge, das ist der Moment, wo es witzig wird. Das ist der Moment, wo ich bin so abgefuckt, Alter. Er ist weg, ich wusste er geht nicht, runter in all diesen Köpfen. Ich dachte echt, er überlebt das irgendwie, aber der war so verschwunden in den Leuten. Ich entbann dich jetzt, warte. Warte, ich muss gerade sowas... Oh, Digga, ich krieg dich nicht entbannt, lol. Ich muss kurz in die Server-Properties, Moment. Ich bin halt literally banned einfach, ne? Richtig banned. Klären wir aber gleich, oder? Drei Stücken... So, ich entbann ihn jetzt gleich, Leute, kleiner Moment. Rind. Ich muss ganz kurz noch was machen, Max. Wenn ich mit euch bei dem Discord bin, ne? Mann, ja, ich habe jetzt diverse Male versucht zu reconnecten. Ja. Bist immer noch gebannt? Immer noch, ja. Woran liegt's denn? Nee. Pass auf, Revi hat radioaktiven Müll in deinem Bett getan. Dass du die immer wieder glaubst, Wahnsinn. Ihr habt das Riesenproblem, jetzt so ein Pigment wieder drinne, Mann. Wo denn? Ja, hier drinne, nein! Mann, verpiss dich, wenn ich dieses Place anschlage. Ja, Digga, dann bin ich wieder am Arsch, komm. Alle in den gib's mir richtig dreckige kommt, gib's mir. Ey. Kein Problem. Mann, kotzt diese Situation an, Alter. Alter, ich sind. Au, komm au, rein, au, ich bin dead. Tot. Ja. Ja, ich auch, Alter. Was hast du gemacht, Revi? Ja, Romatra, wir haben so ein Problem wieder. Romatra, nimm dir mal eine Diamant-Spitzhacke. Hab ich. Und jetzt baue ich hier das. Jetzt bauen wir das Nether-Portal ab, genau. Richtig, genau. Und wenn Trimax sich wieder einloggt, dann steht der in einem Käfig Romatra aus Obsidian und kommt da nicht mehr raus. Und muss Elend nicht verhungern. Wir können den ganzen anderen machen. Dein Hund ist tot. Ja, ich weiß, war Trimax. Das war ich nicht. Ich werde gleich einfach das Solar-Panel von Max runterwerfen, ist kein Problem. Oh. Juck mich nicht. Ach komm, ist egal. Ich komme noch nicht rein. Kannst du da reinkommen? Komm. Logging in. Loading terrain. Ich bin tot. Hey, ich habe ein Lootback bekommen, dadurch, dass wir ihn getötet haben. Alter, ich habe einfach einen Draconic Evolution Information Tablet, Alter. Das ist meiner. Nee, jetzt nicht mehr. Das Ding ist, Leute, wie zur Hölle kriegen wir es hin, die Schweine wegzumachen? Nein! Was ist das? Oder sterbe ich, wenn ich da runterfall? Oh Gott, bitte. Oh!
fahren. Mich jetzt hackt irgendwas Unsichtbares. Hallo? What? Ich hab nichts Unsichtbares gemacht. Hä? Können wir uns irgendwelche unglaublich mächtigen Waffen craften? Die können wir machen, wenn wir den Wither getötet haben. Haben wir gerade ein Ziel gemeinsam? Wollen wir gemeinsam irgendwas machen? Okay. Wir wollen den Wither legen. Warte, vielleicht kann man Witherman-Köpfe wahrscheinlich, oder? Das Problem ist, Leute, wir können halt für die Seeds brauchen wir halt auch Wither-Skeleton-Skulls. Also wir müssen die halt... Ne, wir kriegen keine Wither-Köpfe tatsächlich gecraftet oder sowas. Du kannst Skelette mit Witchwater zu Wither-Skeletten umwandeln. Ist das real oder nicht? Das probieren wir. Ich hab doch hier genügend Witchwater. Ihr braucht so Wither-Köpfe. Ah ja, danke. Ich bin immer sehr dankbar für solche Tipps. Genau, ich liebe das auch. Ja, aber spawnen die? Meint ihr, es funktioniert so, Leute? Die spawnen nicht in Wasser, ja. Das ist richtig fett. Nee, Leute, die spawnen nicht in Wasser. Das macht keinen Sinn, die spawnen da nicht. Okay, ich hab ne Idee, wie wir es machen. Wir können einen Mob-Spawner bauen, der nur Skelette spawnt. Was für Skelette? Wir haben einen Skelettenkopf. Geil, Alter. Wir haben es genau. Okay. Powered Spawner. So, dann können wir nämlich jetzt hier das hier bauen. Okay. Vibrant Crystal. Wo haben wir Vibrant Alloy Nuggets her? Haben wir Vibrant Alloy irgendwo? Ja. Das kann ich dir machen. Gib mir das. Vibrant Alloy mache ich dir. Ja. So, dann mache ich uns einen Skelett-Spawner. So, okay. jetzt brauchen wir einen... Slice and Splice brauchen wir. Das ist im Arc Furnace. Haben wir mittlerweile einen Arc Furnace? Nee, immer noch nicht, ne? Ey, Leute, ich schwöre. Ey, ich Real Talk. Entweder wir machen das jetzt zusammen oder ich gehe gleich offline. Ich bin so mad, Alter. Max hat mir die Aufgabe gegeben, hier alles zu töten. Aber irgendwie. Gut, Max, komm mal her, pass mal auf. Super simple Aufgabe für dich. Komm mal her. Das schaffe ich. Los. Da vorne siehst du dieses ganze Gelbe, dieses Wasser da vorne. Das da. Das ist lila. Da setzt du jetzt überall einen Sandblock rein. Da tue ich jetzt normalen Sand rein. Genau. Sand. Ja. So, warte, Leute. Boah, ich geh grad so auf. Okay, so, zack, zack. Und dann können wir nämlich hier oben jetzt den Zombie-Herd reinmachen. Dann haben wir das Slice and Splice. So, mit dem Slice and Splice können wir dann den Spawner, den Powered Spawner machen und dieses Zombie. Jungs, ich bin. Hallo, hört mir mal ganz kurz. Was brauchst du? Darf ich euch kurz meinen Plan erklären, ja? Ich baue jetzt eine Skelettfarm, die nur Skelette farmt, spawnt, okay? Daraus können wir dann mit Witchwater Wither-Skelette machen. Die klatschen wir dann, beziehungsweise grinden die automatisch, bis wir genügend Wither-Köpfe haben. Machen dann aus den Wither-Köpfen, jetzt kommst du nämlich, aus den Wither-Köpfen machen wir Wither-Seeds. Die bauen wir an und daraus, Dicker, daraus können wir dann tatsächlich später genügend Wither-Köpfe haben für die Wither, für den Nether-Star, okay? Long-term. Aber es klingt krass. Wie viel Nethers brauchst du? Sands? Kannst du den Satz nochmal sagen? Wie viel Nether-Sand brauchst du? Ja. Soul-Sand? Soul-Sand? Soul-Sand war richtig, ja. Ich komme mit den Begrifflichkeiten einfach derber durcheinander. So, und jetzt gleich habe ich den Spawner. Ich habe gleich schon den Spawner, Jungs. Ich habe gleich schon den Skelett-Spawner gebaut. Komm, gib's mir. Okay, nice. Slice and Splice. Keine Ahnung, wofür man das Ding noch braucht, Leute. Aber bestimmt später irgendwann nochmal. Okay, ich habe einen Powered Spawner gemacht, der spawnt jetzt Skelette. Boom. Boom. So. Aber ich hoffe nicht bei uns in der Basis. Lass so ein richtig großes Tor bauen, wie bei Jurassic Park, dass keine Skelette uns irgendwie in unserer Basis angreifen. Alter, du bist echt zurückgeblieben, oder? Hat man das mal bei dir untersucht? Ob du gesund bist? Das ist eine saugute Taktik. Leute. Funktioniert's jetzt? Nee. So, ich lasse jetzt hier mal ganz kurz ein paar Mobs spawnen, in der Hoffnung, dass da eventuell ein paar Skelette dabei sind. Und kann ich mal überprüfen, ob das stimmt mit dem Witchwater. Wenn da Skelette dabei sind, was machen wir mit denen? Dann setze ich da Witchwater auf die Skelette drauf, dann werden die zu Nether, zu Dingenskeletten, zu Wither-Skeletten angeblich. So alte, verbitterte Vollidioten wie von der AfD zum Beispiel, weißt du? Das waren eigentlich echt junge Leute, aber irgendwie ein bisschen komplett raus von der Gesellschaft. Geil, das tut mir so gut. Ich habe deine Farm gerade gesprengt, weil du hier nichts ausgeleuchtet hast. Der Creeper hat alles kaputt gemacht, sehr schön. Tut mir richtig gut, sorry. Sie sahen sehr komisch aus, deswegen könnte ich dir das auch glauben. Siehst du, da ist ein Wither-Skelett drin, siehst du das? Mhm. Das hat zwei Stück, ja. Lad mal, Digga, lad mal deine Waffe und wir schießen auf die. Wir müssen erstmal den Creeper da drin umbringen. Meine Waffe ist weg, meine Waffe habe ich im End verloren. Oh, Scheiße! Der hat mir einen Feuer-Headshot gegeben. Ey, dämlichen Bots, Alter. Geh mal hier weg, Mann! Ich denke, wenn wir da alle drei reinspringen, dann schaffen wir das. Kommst du mit? Ja, okay, zu zweit schaffen wir es. 3, 2, 1, rein da. Du hast mich einfach alleine reinspringen lassen. Ich hab's gewusst, Alter. Ich weiß, aber ich will ehrlich auf. Egal, ich töte die alle, kein Ding. Alter, du bist strong! Was bist du für ein Monster? Hast du einen Wither-Kopf bekommen? Ich habe wieder nur Wither Dust bekommen, leider. Okay, Leute, es gibt, passt auf, warte mal, ich versuche jetzt mal ganz kurz was, ja? Ich geh mal so ein Singleplayer was versuchen. Okay, ich habe mir was angefangen zu bauen, keine Ahnung, was das war. Passt mal auf, Chat, wir gehen jetzt mal ganz kurz hin.
Pass mal auf, ich mache jetzt gerade mal ein Design für eine potenzielle Wither-Skeletten-Farm, okay? Mal schmelzen, bitte. Tatsache. Kommt denn jetzt hier? Das funktioniert. Leute, mein Design funktioniert, Alter. Aber ist nicht so effizient, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht genau sagen. Ne, so geht's. Schneller machen, Mann. Guck mal, so geht's, Leute. So geht's. Schaut mal, es funktioniert. Was funktioniert? Bist du da? Nee, aber ich habe jetzt ein System gefunden, wie wir halt... Okay, Leute. Okay, meine Farm, guck mal bitte bei mir im Stream. Meine Farm ist insane. Wir mussten die erstmal im Singleplayer vorbauen, um zu gucken, ob es funktioniert. Okay. Genau, die spawnen. Pass auf, die spawnen hier oben, in dem Ding hier, ne? Dann werden die ins Witchwater gebracht, dann kommen die hier rein. Hier ist ein Beheading-Update drin, ne? Und dann gibt's hier in dem XP-Vakuum, werden halt die Wither-Skeleton-Skulls gesammelt. Ja, das innerhalb von ein paar Sekunden hat die jetzt 40 Köpfe von einem Wither gemacht. 42 insgesamt. Das ist ultra, 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 ultra geil, Mann. Da müssen wir hingehen und diese Grinder, diese Crusher, Mob-Grinder, die sind relativ kostenintensiv. Wir brauchen Diamond-Spikes, die wir machen müssen. Alter, holy shit. Redstone-Gear, das geht relativ. Und diese Iron-Blöcke, also das wird auf jeden Fall schwierig. Davon würde ich sagen, bräuchten wir 6 Stück. Dann brauchen wir diesen Spawner, den ich jetzt bereits schon habe. Den kann ich nur tagsüber setzen, habe ich eben gelernt. Und dann haben wir es eigentlich. Also theoretisch ist das machbar, Jungs. Theoretisch ist genau das Design machbar. Klingt ganz schön hardcore, wenn ich sagen darf. Max, pass auf. Kann ich dir das in den Auftrag geben? Mob-Grinder? Mob-Grinder? Ich gucke ganz kurz, ich analysiere, ja? Ja, okay. 6 Stück. Romatra? 60 Mob-Mesher Beheading-Upgrades. Oh, das mache ich dir schnell. Oh, ich bin so gut, Alter. Das ist ja... Danke, Revi, für diese Aufgabe. Wie viel brauchst Stop. Du? Stopp. Ah, oder warte mal, wir machen so. Max? Ja? Wir brauchen doch nur 2. Ja, ich bin komplett fokussiert. Meine Pulsader, meine Halsschlagader ist übel am Pochen. Eklig. So, Leute, so kriegen wir es mit 2 hin. Okay, geil. Wie viele hast du, Max? 20, achso. Wie viele von den Grindern hast du, Max? Ein, hast du gesagt. Mach 2. Echt? Okay. Wie viel Zeit habe ich? Mein Game ist gecrashed. Hast du die 2 Mesher fertig? Erst nochmal nur 1. Mach beide fertig, sonst funktioniert's nicht. Das ist übelst krampfig. Ich brauche 3000 RF pro Tick, Digga. Das ist ultra viel. Oh, What? 3000 ist echt sehr viel. Wir schaffen nie, aber ihr auch nicht. Selbst Romata mit seinen Magma-Generatoren kriegt niemals 3000 RF pro Zeiteinheit hin. Muss das wirklich so viel sein, Leute? Ist das real? Verarscht mich doch. Das ist doch übel. Das ist nicht möglich. Das Leute, guck mal, es ist Tag und der buggt. Was soll ich machen? Hä, aber wir hatten doch schon eben einen. Ich habe ja keinen Broken Spawner. Ich hatte ja eben schon den Skelett-Spawner, den funktionierenden. Der hat ja funktioniert. Ja, ich mache mir den neuen. Der ist buggy, Leute. Ich mache es über Creative gleich, weil ich habe keinen Bock, jetzt gleich nochmal einen Skelett-Kopf und alles nochmal neu zu craften. Das mache ich nicht. Bin ich sogar bei dir. Das zählt sogar. Max, gib mir den Mob-Masher bitte her, den du hast. Mache ich sofort. Werden von den 2 Fans danach hier gepustet. So. So, das Geräusch dabei war wichtig. Dann muss ich noch den Absorption machen. Den Absorption-Hopper, der geht super schnell ab. Zack, zack. Nimm's raus. Danke. So, dann packen wir den Bruder hier in die Ecke. Dann kriegt der erstmal seine Mob-Mesher-Upgrades. So, jipp, das puste dann da rein. Das Ding dreht sich da vorne in der Ecke. So, jetzt nicht wundern, Leute. Ich muss jetzt, wie gesagt, mal ganz kurz in den Game-Mode, weil der eine Spawner broken ist. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Ja, die sind so buggy, Leute. Das ist ja eben auch passiert. Guck mal. Wie gehe ich damit um? Jetzt ist mein Scheiß, Digga. Ach, Mann, Alter. Mann, ist das ein dreudiges Modpack. Alter, das wird so riesig, ne, alles. Ja, das ist so krass, was wir hier alle bauen. Wir alle, ich das schon wieder höre. Ich setze jetzt den Spawner, okay? Der ist ja, hier. So, jetzt. Der muss jetzt gepowert werden, Romatra. Da, wo ihr jetzt steht, soll ich ihn powern? Ja. Nee, doch nicht so, Alter. Wenn das reicht, baue ich da drunter eine automatische Lava. Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht an Strom. Das reicht niemals an Strom. Niemals. Lass checken. Progress 13%. Dauert halt sehr lange mit dem Lava-Generator, ne? Hm. Dann leg ich Kabel, dann zeig ich Kabel von... Und Max, dann warte mal kurz. Wie Kabel zecken von Max? Ich mach mir so High Voltage. Von unten Power mit diesem Ender-IO-Kabel, weißt du? Der frisst 3K. Das habe ich nicht. Ich mach 1000 bisher. Da muss eher das Atomkraftwerk ran. Können wir auch machen. Können wir ein Kabel bauen. Jetzt guck mal, von unten, wenn du das von unten powern, dann funktioniert das. Pass auf. Weg damit. Der Capacitor ist drin. Und den ganzen Wizard-Kopf-Kram, den wir jetzt hier gerade rausgekommen ist, den schmeißen wir einfach weg. Also wir brauchen wirklich nur die Power von unten eigentlich, ne? Wir können auch das Atomkraftwerk darunter stellen. Aber jetzt so in der Theorie braucht er nur noch Power von unten und dann funktioniert das hier mit der Mob-Farm. Dann haben wir diese Wither-Farm. Gut, Leute, ich bin jetzt offline. Ihr müsst nur noch und das ich, Ding und von Und ich kümmere... Okay. Du bist offline, aber ich sorge dafür, dass du nächstes Mal 3000 Strom bekommst, okay? Richtig, das okay, ich jetzt noch. Gut. Das mache ich jetzt noch, no joke. Ja,
Gut, Leute, dann sind wir raus. Ich küsse eure Augen und dann sind wir raus, Jungs. Bis später. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Alter Revi, hau rein, ne? Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Schlaf gut.